Jetzt denkt man, dass man zwei weitere Tage gleich braucht. Wofür? Der heutige Tag hat gelehrt, dass man vorsichtig sein muss und die Zeit anders ansetzen muss, wie es bisher geschehen ist. Ob gut oder schlecht, das wird das Ergebnis zeigen. Jedenfalls wurde vertagt, weil man nicht so schnell weitergekommen ist, wie man geglaubt hat. War Ihre Mandantin heute da und wird sie das nächste Mal erscheinen? Sie war heute nicht da und ob sie das nächste Mal erscheinen wird, das ist noch nicht geklärt. Haben Sie jetzt heute weitere Anträge gestellt? Nein, da bedarf es keines Antrages, sondern es sind genügend Zeugen auf der Liste, die es jetzt einmal abzuarbeiten gilt. Können Sie uns sagen, wer die letzte Zeugin heute war? Ich kann seit Ausschluss der Öffentlichkeit überhaupt nichts mehr sagen. Wir haben jetzt nicht gescheit mitgekriegt, ob die Gattin des Bürgermeisters als Zeugin oder als Person des Vertrauens im Gerichtssaal war. Ist sie einvernommen worden? Ich darf zur Verhandlung selber nicht sagen, aber ich kann so viel sagen, dass es rechtlich so ist, dass ein Zeuge in der Verhandlung nicht anwesend sein darf, wenn die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist, sondern nur eine Vertrauensperson. Aber zuerst Zeugenstatus und nachher Vertrauensperson, wäre das möglich? Rein theoretisch ist es möglich, dass jemand auf seinen Zeugenstatus verzichtet.